aber diesmal sieht's gut aus. Wenn der Typ mit dem Wissen jetzt schnell genug an Land kommt. Ich mach dir hier alles an Wasser frei, was ich frei machen kann, mein Freund. Lauf los, lauf los, lauf los. Kopf unendlich R4. Versuche ich das hier. Solange ich kann. Ich hab wieder Wasser mit. Odem der Ausdehnung nutzen. Das Wasser hier aufheben. Spielt ihr euer Lied? Reicht es? Oh, ich glaube, es reicht jetzt mal endlich. Endlich Erde auf 4. Schützen sich jetzt vor dem Wasser. Boah, ey, das war ja eine Nummer. Unendlich Erde haben wir wieder. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie es funktioniert. Tricky Karte. Tricky, tricky Karte. Herrlich. So, unendlich Erde. Komm her hier. Mach deinen Namen alle Ehre. Drüben auch nochmal. Was ist das denn da? Wieder eine Welle, ne? Wir haben wieder unendlich Erde. Damit möchte ich mich ganz gerne hier vor den Wellen erstmal abschotten. Hier reicht es noch nicht, wie man sieht. Aber das reicht ja hier nirgends. Okay, also ob das das geht, ist Lösung. Boah, das reicht ja. Das wird ja jedes Mal schlimmer. Weg. Bitte. Das, was ich in der Hand habe, war wie neu in der Hand. Und dann schicken wir hier mal Leute hin. So, ja, auf eurer Insel soll ich jetzt helfen. Ich kann hier nur so ein bisschen Wasser wegnehmen. Mehr kann ich euch leider gar nicht helfen. Denn ich nehme hier den Sand wieder weg, dass das auch wieder abfließen kann. Ich weiß nicht, ob ich damit schlimmer gemacht habe oder besser. Ich glaube, damit habe ich es eher schlimmer gemacht, um ehrlich zu sein. Ja, zur Hilfe. Ich würde dir ja gerne helfen, aber du siehst selber, was hier los ist.
glaube doch. Das war hier keine der schlechtesten Ideen. Hier versuchen dicht zu machen. Ich meine, ich hab schon endlich Sand. Irgendwann muss es mal dicht sein. Ich kann die Fähigkeit immer wieder aktivieren. Also von daher. Soll es mir eigentlich wurscht sein. Wie gesagt, irgendwann muss es mal dicht sein. Bäume wieder vergessen. Also die Bäume sind ein so ein Spielchen, die sieht man echt gerne mal. Das ist mein Radiowecker, ja, Sekunde. Ja, ich habe einen perversen Radiowecker tun. Anders kriegt man mich aber auch nicht wach. So, hier können wir jetzt wieder einen ganzen Haufen an Wasser rein. Dann nehmen wir doch mal das oben der Ausdehnung. So, und dann kümmern wir uns hier mit unendlich Sand mal weiter darum, das Ganze hier irgendwie abzudichten und irgendwann tatsächlich mal trocken zu legen da in der Mitte. Und wenn ich hier Berge bauen muss, das soll mir egal sein. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade noch runtergedonnert habe. Ich dachte, das wäre mein Feuerzeug gewesen. Aber das war es anscheinend nicht. Das liegt hier nämlich vor mir. Achso, falls ihr euch wundert, warum mein Radiowecker klingelt, es ist jetzt 7 Uhr morgens. Und ja, ich muss bald los. Da läuft es aber wieder drüber. Das wird hier echt nicht besser. Dieser Baum hier muss da auch nicht stehen. Da ist noch so ein kleiner, diese kleinen übersehe ich immer. Das ist auch immer so eine Sache. So, wo muss ich hier noch abdichten? Boden der Ausdehnung und unendlich Sand ist die Kombination. Hoho. Das als kleiner Geheimtrick von mir. Boden der Ausdehnung und unendlich Sand gleichzeitig aktivieren. Das kommt nicht schlecht. Und jetzt kann ich dann nämlich anfangen, das hier alles trocken zu legen. Wenn denn jetzt hier durch die Flugwelle nirgendwo mehr was reinkommt, das müssen wir jetzt mal überprüfen. Da kommt auch gerade eine. Und mit Odem der Ausdehnung müssen wir das dann relativ zügig trocken gelegt kriegen. Es sieht so aus, als hätten wir es jetzt endlich. Also Odem der Ausdehnung. Und weg mit dem Wasser. Reinmache, kommt das Ding dann höher? Ja, ich kann die Dinger erhöhen.
Das ist natürlich auch ein Trick. Dann beglückwünsche ich euch, ihr seid soeben zu einem Bergteam geworden. Bergteam, auch schön. Dann da will noch einer rüber. Das macht unser unendlich Sand. Unos Problemos. Hoffe ich. Vor allem haben sich über das halbe Gebiet verbreitet. Ja, aber das ganze Gebiet wird schwer. Aber wir versuchen das. Auf jeden Fall. Also die kämpfen hier echt um ihr Leben. Also in dem Dorf möchte ich ja nicht wohnen. Das ist ja echt. Wo ist denn der letzte, der hier fehlt? Gerade eben sagte er noch, er wäre da. Das weiß ich nicht. Ach, da schwimmt einer. Und kommt nicht an Land, weil sie ihn die ganze Zeit gegenklopfen oder was. So, stirbst du jetzt gerade oder was ist das? Ja, der ist es. Es tut mir leid, aber was soll ich machen? Ich versuche dieses ganze Dorf hier immer noch mal weiter zu erhöhen. Ich glaube, das ist echt der Trick, den in Berg bauen. Die einfach echt in die Höhe bringen. Man muss zwar die halbe Karte erhöhen, aber der Ausdehnung und Problem des unendlichen Sandes. Jetzt lasse ich euch noch für eine Minute das Wasser gefrieren, dass da hoffentlich noch jemand das Wissen hinbringt. Weil das Verschlingen ermöglicht dir für kurze Zeit Materie aufzusammeln und zu zerstören, um sie wieder loszulassen. Okay. Zum Beispiel Wasser. Achso, das ist Baum des Wassers. Das ist also der Wissenstyp. Kommt hier unten gerade angerannt. 30 Sekunden hat er noch. Und währenddessen bringen wir euch hier wieder auf ein höheres Level. Damit gerade auch das Wasser mit an. Aber naja, meine bessere Idee als hier Berge zu bauen, habe ich ehrlich gesagt echt nicht. So, mit seinem Wissen sollte da sein. Dann können die, wenn nötig, auch in ihr Leben trommeln. Das ist ja echt eine fiese Karte, also. Ich möchte nicht wissen, wie die anderen noch werden. Ich glaube, die trommeln hier auch schon. Ja, aber wir werden einfach hier wie die Bekloppten Sand verteilen und hier Berge bauen. Allzu viel Palmen brauchen wir auch nicht mehr. Und mir fällt gerade ein, ich habe das Ziel noch gar nicht verspäht. Wenn das irgendwo auf dem Grund des Wassers ist, wäre natürlich auch fies. Aber die andere Frage dann ist, ob ich das nicht auch einfach in die Höhe holen kann mit Sand. Jetzt hier einfach meinen Sand wie ein Über.